Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Normalerweise haben wir in Sendungen ja viele Probleme. Heute wollen wir mal Hilfe anbieten. Bei mir ist Jo Bauer, der ein Netzwerk hat, wo Menschen geholfen wird mit vielerlei Möglichkeiten. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie ein Problem hat, dann kann man das in dieses Netzwerk reingeben, sozusagen das Problem, und dann gucken alle, wo kann man da eine Lösung finden oder wie habe ich das verstanden? Ja, also erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, und du machst das natürlich fantastisch mit deiner Arbeit hier, sprichst du ja ganz viele Menschen an, die sich sicherlich dann auch Unterstützung wünschen, und wir haben vielleicht da eine Möglichkeit gefunden, ja, wo wir tatsächlich praktisch direkt unterstützen können. Mhm. Ja, und das kann ich sehr einfach erläutern an einem Beispiel zum Beispiel. Ja, dann erzähl ruhig mal. Ja? Weil erstmal müssen wir natürlich die Grundlagen wissen. Mhm. Ich verstehe es auch noch nicht so richtig, aber erzähl mal ein Beispiel. Ja, also gerne, wenn man sich vorstellt, dass ein Mensch in irgendeiner Form eine Problemstellung hat, eine Aufgabenstellung hat oder eben halt auch einen Wunsch hat, ja, dann ist das sehr wichtig. Das ist also, macht einen Menschen ja letztendlich aus, dass er Wünsche hat und auf der anderen Seite Fähigkeiten. Und dann kann man sich das so gut vorstellen, dass man diese beiden Endloslisten, ja, neben sich liegen hat. Und dann ist man in der Lage, immer denjenigen, der sich etwas wünscht, mit demjenigen zusammenzubringen, der diesen Wunsch erfüllen kann. Und das machen wir professionell, indem wir Datenbanksysteme aufgebaut haben, mhm, ja, und uns weltweit engagieren, um die Wünsche und Fähigkeiten zu sammeln. Ja. Und wenn man die dir und anderen Menschen zur Verfügung stellt, besteht immer die Möglichkeit, im Miteinander, also im großen Wir, ja, sich da gegenseitig zu unterstützen. Das klingt wie eine tolle Idee und funktioniert natürlich auch erst, wenn das eine gewisse Größe erreicht hat. Wenn wir jetzt drei Leute sind und ich habe den Wunsch mal, was weiß ich, und dann ist von den beiden keiner, der das erfüllen kann, wird schwierig. Aber seid ihr schon so groß, dass man sagen kann, wir haben eigentlich für fast jeden Wunsch jemanden, der sich damit auskennt sozusagen? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich persönlich habe das in über 18 Jahren aufgebaut, Baustein für Baustein. Die letzten 10 Jahre mit meiner lieben Frau zusammen, der Ines. Mhm. Und seit 3,5 Jahren circa sind wir eine Stiftung, eine Foundation, die auch vielleicht dann nach außen hin dokumentiert, das ist jetzt nicht nur etwas für uns, ja, sondern für alle Menschen. Und somit hat es sich im deutschsprachigen Raum weiter und weiter etabliert. Und dann sind wir eben halt auch international geworden. Also dass wir zum Beispiel in Amerika oder in Schweden oder in Spanien oder in Australien. Also um einfach mal so ein bisschen so die Erde aufzumalen, da sind wir irgendwo schon angekommen, ja, und haben tatsächlich die Möglichkeit, ich sage auch ganz ehrlich, als wir vor 3,5 Jahren dann die Foundation, das war ja für uns Öffentlichkeit, ja, das so, uiuiui, da habe ich auch so ein bisschen Angst gehabt, ja, wenn jetzt da Wünsche reinkommen, wo ich keine Ahnung von hast. Und das darf ich mittlerweile sagen. Ihr seid auf alles vorbereitet, ja, und durch nichts mehr zu schockieren. Also wir sagen immer vom Bleistift bis zum Weltfrieden, wir nehmen jeden Wunsch ernst. Aha, ja. Okay. Und es geht auch, weil das können wir beide hier sehr schnell ermitteln. Du hast Lebenserfahrung, wir haben Lebenserfahrung. Und wenn man sich da mal wirklich anschaut, auf wie viele Wünsche wir beide schon sagen können, da kenne ich jemand, der kann das. Mhm. Ja. Das ist sehr, sehr angenehm. Wir leben allerdings ja nun in einer Welt, wo die meisten dann sagen, ja, okay, was kriege ich dafür oder wo kommt das Geld her? Irgendwie muss ich das ja auch tragen. Ich habe jetzt noch gar nichts gehört, dass man einen Wunsch hat und dann sagt, ja, das kostet aber so und so viel, sondern wie läuft das? Ja, also das war auch ein sehr wichtiger Erfahrungsbereich, den wir generiert haben, dass wenn man diese Verbindungsbrücke legt, ja, zwischen demjenigen, der sich etwas wünscht und demjenigen, der den Wunsch erfüllen kann, und der sich etwas wünscht, der sich das nicht leisten kann, dann haben wir natürlich wieder nicht gewonnen. Ja? Und so ist Ines und ich hergegangen und haben gesagt, dann bauen wir ein freiwilliges Belohnungssystem auf, ein freiwilliges Belohnungs- und Guthabensystem. Und das geht sehr, sehr einfach. Und zwar, wenn du dir vorstellst,
Ja, machen wir mal hier unten in Bremen, wünscht sich jemand ein Fahrrad, ja? Und du kennst einen guten Fahrradhändler in Bremen, ja? Und würdest den jetzt über unsere Plattform zusammenbringen. Und das wird nachher tatsächlich ein erfolgreiches Geschäft, weil es gibt ja auch noch mengenweise Menschen, die können sich Fahrräder leisten, ja? Okay, dann können wir ja hergehen und ganz höflich fragen, weil derjenige, der das Fahrrad hat, hat ja jetzt einen Vorteil, dass er das Fahrrad hat. Und der Fahrradhändler freut sich natürlich, dass er ein Fahrrad veräußern durfte. Und dann können wir beide fragen, durch den Vorteil, der dort entstanden ist, jetzt kommt das Schöne, ob sie freiwillig bereit sind, dafür eine Belohnung zu zahlen. Ja, und dann kommt vielleicht noch die Frage von Geschäftsleuten, ja, wie viel denn? Ja, und dann kommt natürlich die Krönung, dass wir einfach dann sagen, im eigenen Ermessen, in der eigenen Wertschätzung. Also es wird nichts vorgegeben, nichts erzwungen. Nein. Ist natürlich eine ganz ungewöhnliche, in unserer westlichen Zivilisation ungewöhnliche Denkweise, was ich ganz toll finde, aber man fragt sich natürlich, kann das funktionieren? Du hast jetzt das Beispiel mit dem Fahrrad genannt, jetzt sind Fahrräder ja keine Mangelware. Also wir haben selbst hier um die Ecke einen Fahrradhändler, also da wäre jetzt nicht das Problem, dass ich mich jetzt an dich wenden würde. Mhm. Aber es gibt ja sicherlich Probleme. Wie weit ist denn das Feld gefasst, also Probleme, die nicht so leicht zu erfüllen sind? Ob jetzt jemand einen Anwalt braucht, den gibt es vielleicht auch noch im Ort, aber kann man da auch fragen, ich brauche jemanden, der sich auskennt mit was weiß ich. Oder wie weit ist das gefasst? Kann man wirklich alles reingeben? Du hast ja gesagt, von bis zum Weltfrieden. Ja, also sicherlich was ethisch, moralisch und gesetzlich okay ist. Ja, also krasses Beispiel, wenn sich bei uns jemand einen Panzer wünscht, ja, dann wünschen wir dem alles Gute und verabschieden ihn, weil unserer Meinung nach dient er nicht unbedingt dem Erhalt der Schöpfung. Ja? Du hast aber einen wichtigen Aspekt angesprochen, da will ich darauf eingehen. Gerade dieses Fahrradbeispiel, das finde ich so schön, dass du da dann drauf kurz nochmal geschwenkt hast. Und zwar, gerade auch bei diesem Fahrradbeispiel schaffen wir etwas, nämlich aus dieser zweidimensionalen Welt auszusteigen. Ja? Alles, was uns bisher bekannt ist, läuft immer über Einkaufen, Verkaufen, Einkaufen, Verkaufen. Das sind Zweierbeziehungen. Ja. Und wir schaffen es, indem wir die Information zur Verfügung stellen, ja, aus dieser Zweierbeziehung auszusteigen und eine Dreierbeziehung zu implementieren. Das bedeutet, dass derjenige, wir nennen das Tippkultur, die Tippkultur, vergleichbare Begriffe wären am besten vermitteln, wenn man etwas vermittelt. Ja, ja. Ne? Also Fahrradwunsch, Fahrradhändler. Ja? Wenn dort diese dritte Position eine wirklich ganz große Bedeutung einnimmt, erreicht man darüber auch zum Beispiel ein ganz tolles Qualitätssiegel. Das heißt, wir beide und auch die anderen Menschen machen völlig natürlich einen Tipp nur dann, ja, wenn sie den Fahrradhändler auch kennen und sagen, ja, der ist echt klasse, da habe ich schon 3, 4, 5 Fahrräder gekauft. Ja. Und das ist sehr, sehr gut. Und jeder Mensch ist ja individuell völlig anders informiert, so kommt auch nicht eine Spitze auf nur einen Fahrradhändler, sondern dann können etliche eingeschaltet werden. Und das ist das Schöne, aus der Zweidimensionalität komplett auszusteigen in die Dreidimensionalität. Ja? Das ist wichtig. Und jetzt kommt der Punkt, den du angesprochen hast. Ja, Fahrräder könnte ja trivial sein, kann man schnell finden, kann man was auch immer im Internet googeln etc. Das ist natürlich möglich. Wobei es wichtig ist, dass man das Verständnis direkt entwickelt, aus diesem Einkaufs-Verkaufsgeschäft auszusteigen und über die Tipppartnerschaft das freiwillige Belohnungssystem zu etablieren. Mhm. Weil dadurch schaffen wir Kaufkraft für Dinge, die dann richtig interessant sind. Du weißt, heutzutage wird im Prinzip Krankheit bezahlt. Ja? Ja. Gesundheit ist die eigene Tasche, die dann entsprechend herhält. Und das war unser Aspekt, wo wir gesagt haben, okay, auch dort ist es wichtig, wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Wunsch draußen hört, der, und das, um auch mal die Bandbreite aufzuzeigen, der vielleicht wirklich nach Schulmedizin sterbenskrank ist, ja, diese Menschen können gerne auch natürlich an uns vermittelt werden, weil wir Spezialisten kennen, ja, die da ganz andere Antworten drauf haben.
Ja. Da wird es dann interessant. Aber ich möchte noch mal auf so diese Mangelsituation, die ja viele Gerne. Menschen haben im Gerne. Moment, ob das Hartz IV ist, kann man natürlich jetzt viel drüber reden, über die Hintergründe, aber es ist ja vielleicht auch gewollt, dass ganz viele Menschen in so einer Notlage sind, wo sie eigentlich dann nicht mehr richtig wissen, wie komme ich da raus, sie werden nicht mehr wirklich vermittelt, fühlen sich dann irgendwo auf dem Abstellgleis. Jetzt haben die vielleicht Wünsche, aber sagen, ja, kann ich mir nicht leisten. Aber die forschen jetzt vielleicht ganz genau, da gibt es so ein Netzwerk. Was wäre dann da möglich, wenn jetzt jemand wirklich so in so einer Zwangslage ist und sagt, ich hätte gerne dies und das, aber ich weiß nicht, wie es geht. Mhm. Kann man das ins Netzwerk geben und dann? Ganz genau. Und zwar wichtig ist ja hierbei zu erkennen, dass wir überhaupt gar keine Produkt- und Dienstleistungsabhängigkeit mehr haben. Mhm. Ja? Weil wenn ich dir und den anderen Menschen, wenn wir euch die Wünsche, also ich nenne es nochmal so eine Endlosliste Wünsche und eine Endlosliste Fähigkeiten zur Verfügung stellen, dann ist zumindest jeder, der lesen kann, in der Lage, diese Verbindung immer herzustellen. Mhm. Ja? Und das ist das Entscheidende, dass wir die Information, daraus habe ich auch so einen Begriff generiert, der heißt eben halt Informaktion, ja, die Informaktion, die liefert automatisch die Aktion. Ja? Weil jeder kann sehen, ah, wünscht sich einer in Bremen ein Fahrrad und da kenne ich einen Fahrradhändler und dann geht's los. Ja? So kann ich jetzt vermitteln, völlig wettbewerbsfrei. Das ist möglich. Mhm. Ja? Und viele, viele Menschen haben wirklich ganz tolle Lebenserfahrungen, ja? Und können dann, ohne auch finanziell in irgendeine Vorleistung zu treten, ja, eine große Selbstständigkeit oder so etwas erstmal zu finanzieren, können sie anfangen zu tippen. Und dieser Tipp führt dann zu Einnahmen und die Einnahmen können wir dann verteilen an die entsprechenden Menschen, die getippt haben. Ja? Klingt spannend. Du hast so ein bisschen Präsentationsmaterial hier rumliegen. Das sieht aus, es fehlt nur der Flipchart, aber ich sehe eine Banane. Löffel, du willst bestimmt das eine oder andere vielleicht verdeutlichen anhand der mitgebrachten Gegenstände. Da lasse ich dir jetzt einfach mal den Raum. Gerne. Und zwar, ich habe so ein bisschen, also erstmal vielen Dank dafür, und ich habe so ein bisschen eine Entstehungsgeschichte, dass man versteht, wieso passiert das, was gerade passiert auf diesem Planeten so. Und da kann es durchaus sein, dass der eine oder andere dann erkennt, dass eine ganz, 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 ganz kleine Ursache, ja, eine riesengroße Wirkung hat. Mhm. Und die darf ich gerne mal an einem ganz einfachen Beispiel veranschaulichen. Deswegen habe ich das mitgebracht. Und zwar, wenn wir hergehen und schicken zum Beispiel unsere Kinder in die Schule, dann passiert etwas, wenn wir hergehen und haben zum Beispiel ein erstes Diktat, ja, was geschrieben wird. Und dieses erste Diktat, das hat dann wegen mir 50 Worte. Und daraus ergibt sich ja dann noch, das ist ja bei uns bekannt, eine Note. Ja? So. Also meinst du jetzt eine Fehlernote? Also ganz Fehler. Genau, ganz genau. Ja, kann man so das sehen. Kann man vielleicht dann so gut erkennen. Also wir alle bekommen eine ganz einfache Information. Ja, mal so, ja. Ja, wunderbar. Die bedeutet, rote Striche, ja, 5 Fehler, das wird noch dokumentiert und dann gibt es noch eine Note, ja. Jetzt könnte man ja zum Beispiel hergehen und sagen, hey, 5 Fehler, ja, was muss jetzt gemacht werden? Ja, das muss unbedingt weg, ja, Fehler müssen weg, ja. So, und wie können wir jetzt hergehen und erkennen, was diese Berichterstattung aus uns Menschen macht, ja? Ganz einfach. Wir haben daraus abgeleitete Systeme, ja, wo immer wieder auf die Fehler fokussiert wird. Ja, überall. Ein Rechtssystem. Ne? Ja. Da kann ich 40 Jahre unfallfrei fahren, ne? Und dann passiert etwas und dann kriege ich den Fehler angelastet. Ja. Oder zum Beispiel, wenn ich ein ganzes Jahr lang ganz leckere Bananen esse, ja, und da ist mal eine faule Banane dabei, ja, dann sage ich, oh, beim Edeka wegen mir faule Bananen. Ja. Alles das geht einfach, indem wir in der Berichterstattung, in unseren Bildungssystemen auf diese entsprechenden Fehler fokussieren. Ja, ja.
Und da können wir auch weitere Dinge daraus ableiten. Wir haben ein Nachrichten, ne? Im Nachhinein ja. Richtensystem. Ja. Ihr macht das ganz toll anders. Ihr gebt Informationen. Ja? Dann haben wir in jeglicher Hinsicht haben wir immer wieder diese Fehlerfokuswahrnehmung, auf die wir gesteuert werden. Ja, genau. Und um jetzt zu unterstützen, können wir sofort etwas machen. Das zeige ich mal gerade. Ich mache mal so. Ja. Danke. Und zwar, das ist jetzt für alle Eltern, ja, für alle, also gerade auch bei uns als Eltern oder in den Familien, ja, haben wir das genauso. Wir haben auch, dass wir auf Fehler fokussieren, ja. Machen wir mal ein Beispiel. Die liebe Ehefrau kocht wegen mir 364 Mal im Jahr super lecker und einmal fehlt Salz, ja. Ja, ja, dann kommt der Spruch, ja, wie heute kein Salz, ja. Ja, ja, ich meine, gar kein so Problem. Geprägt, ja. Ja? Also, ne? Also wichtig. Und jetzt können wir uns sofort unterstützen. Wir können uns in dem Bildungssystem unterstützen, wir können uns im Familiensystem unterstützen, wir können uns in allen Familien und so weiter unterstützen, indem wir einfach eine zweite Farbe einsetzen. Und diese zweite Farbe, ja, die dokumentiert null Fehler, ja, und dann auch eine Note dafür. Und die ist plötzlich sehr gut. Und das ganze Ergebnis liefert jeder Mensch, jeden Tag, immer. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das erkennen und dass wir diese ganz einfache Möglichkeit hier, kleine Ursache, riesengroße Wirkung, zieht sich überall hin, in jede Organisation, in jede Gesellschaft. Und hier haben wir plötzlich die Möglichkeit, wir legen einfach Wert darauf, dass wir sagen, Moment mal, da sind ja auch 45 Richtige. 45 Richtige, ja, in diesem Diktat mit 50 Worten. Ja. Das ist bei Mathematik so, das ist in der Familie so, das ist überall so, ja. Da müssen wir den Wert drauf legen, okay? Das leuchtet ein, super. Absolut, ja. Okay, so, und daraus ergibt sich etwas, ja, wo wir immer wieder sagen können, wo liegt denn jetzt wirklich in unserer Gesellschaft, ja, das Resultat, ja, das Resultat geht über Unwahrheiten, die sich daraus entwickeln, ja, und dann, was dabei ganz, ganz fantastisch ist, ist, bei jeder Unwahrheit entsteht sofort die Wahrheit, zeitgleich, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel mir hergehe und überlege mir irgendeine Unwahrheit, ja, weiß ich automatisch und ich gebe es ins Bewusstsein sofort ab, die Wahrheit dazu. Ja, ja, das ist spannend. Ja? Und da sieht man, dass das ganze Weltsystem so aufgebaut ist. Und das haben wir dargestellt in Form eines Bootes. Will ich mal eben ganz einfach zeigen. In diesem Boot sitzen Leute und die rudern. So, und der eine rudert so und der andere rudert so. So, das wäre jetzt ein Boot, ja, was wir alle kennen, ja, da sitzen Leute drin und der rudert in die Richtung, der hält die Paddel in Wasser und bremst noch und denkt, das merkt keiner und der hält sie hoch und macht gar nichts mehr, ja, und der rudert in die komplett andere Richtung. Also, was können wir erreichen? Ganz einfach, wir gehen wieder her und setzen dort an und bauen durch diese Informaktion, bauen wir diese Boote. Das machen wir zurzeit und das funktioniert nicht nur im Sport, sondern auch überall. Können wir gerne zeigen. Ja. So, das ist entsprechend unsere Vorgehensweise. Wir haben hier wegen mir Unwahrheiten, wir haben hier Fehler, wir haben hier Probleme, wir haben hier Mangelsysteme, Geldmangel etc. etc. Und hier bauen wir sukzessive das Boot auf, ja. Weil immer zeitgleich, und das ist wichtig, entsteht, wenn hier etwas Fehlerhaftes, Unwahres stattfindet, findet hier Wachstum statt, zeitgleich. Und das ist total interessant, ja, dass sich dieses Boot immer weiterentwickelt. Und das haben wir jetzt, besonders jetzt in dieser Zeit, sehen wir, wenn zum Beispiel hier versucht wird, einen Krieg oder so etwas zu inszenieren, ja, dann baut sich hier die große und gleiche Kraft des Friedens auf. Ja? Die wir jetzt sehen an den Montagsdemos und so weiter. Wunderbar. Ich nenne die ja Montagstreffen, ja, oder ja, Friedenstreffen. Demos, ja, genau. Ist ne? Ein schöner Begriff. Ja, ja. Weil es wunderbar ist. Ja. Ja, und das funktioniert immer wieder und immer wieder. Und das wollte ich gerne mal darstellen, wie einfach diese Variante ist, dass wir, wenn uns das bewusst ist, und da ist ja dein Bewusst-TV genial,
ja diese Unterstützung, die ihr dort liefert, dass wenn wir sowohl über unsere Gedanken, über unsere Worte, über unsere Taten daran denken, dass wenn wir irgendeine Unwahrheit, einen Fehler entstehen lassen, entsteht zeitgleich die dazugehörige Wahrheit. Und die ist jetzt wichtig, ja? Dass wir uns miteinander informieren, sprich die Tipps geben, ja? Immer wieder die Verbindungsbrücke legen zu den Möglichkeiten, die wir bereits haben. Wie läuft das jetzt praktisch ab? Also das ist jetzt ein Netzwerk und eine Datenbank mit Wünschen und Fähigkeiten sozusagen. Würde ich jetzt, wenn ich da mitmachen wollte, müsste ich gleich erstmal sagen, ich gebe erstmal meine Fähigkeiten an, oder kann ich auch so einfach sagen, ich habe einfach jetzt nur den Wunsch irgendwas. Wie funktioniert das, dass ich da reinkomme und wie läuft das? Also alle Möglichkeiten sind da. Du kannst mit einem einzigen Wunsch dich an uns wenden. Ja? Wenn du zum Beispiel niemand hast, also es wäre jemand, ganz, ganz wichtiges Thema, Vereinsamung. Ja? Dieses ganze Single-Dasein, ja? Das rotes Boot. Ja? Was entsteht automatisch? Das ist das Wir. Ne? Also vom Ich zum Wir. Ne? Geht automatisch. Gibt es vielleicht einen Nachbarn, der ist genauso einsam und wird sich freuen? Und die wissen nur nicht voneinander. Ja. Ja? Okay. Das ist alles. Ja, die können ganz nah zusammen sein. Und das haben wir so organisiert, dass wir letztendlich ganz einfache Eingabeformulare generiert haben. Das ist digital, wo man 24 Stunden online eingeben kann. Ja? Ja. Und dadurch wäre zum Beispiel auch, wenn man den Ort mit angibt, wäre schon sichtbar, da ist jemand in meiner Nähe, der sucht auch jemand. Ja? Und somit geht es einmal, dass man sich selber etwas wünscht bei uns direkt, wenn er eben halt einsam ist, ja, und das ist tatsächlich leider Gottes nicht selten der Fall, dann hätte er niemand, der ihn tippt, ja. So, die Möglichkeit besteht. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, wenn jetzt jemand diese Sendung hier zum Beispiel sieht, ja, und kennt jemand anders, der einen wichtigen Bedarf hat, der einen Engpass hat, der vielleicht irgendetwas auf dem Herzen hat, und sagt, dann kann ich dieses Tippformular nutzen und bin direkt sichtbar als der Tipppartner. Ja? Und wir haben die wunderbare Möglichkeit, dann sogar zu erkennen, wer diese Verbindungsbrücke gelegt hat, zu demjenigen, der sich etwas wünscht. Und dann trägt er einfach uns stellvertretend ein, ja, für die Wunscherfüllungsunterstützung. Also an demjenigen, der jetzt einsam ist, sieht man ja, dass es sowohl ein Bedarfsteller ist, als auch jemand, der für einen anderen genauso natürlich auch die Lösung wäre. Das heißt, das eine bedingt sozusagen das andere. Ja. Da kann man es sehr schön sehen. Absolut. Ja. Und wenn ich jetzt nur sagen würde, ich sehe nur, ich habe ein Bedürfnis, ich bin alleine und da ist keiner. Mhm. Aber ich wäre die Lösung für jemand anders, der vielleicht gleich um die Ecke wohnt. Absolut, ja. Und dann ist es sehr schön, du sprachst das eben an, dass du zum Beispiel dann daran denkst, deine Fähigkeiten einzugeben. Ja? Hm. Das ist so das klassische Vertriebssystem, das Verkaufssystem, die Akquisition und diese ganze Marketinggeschichte. Ja? Mhm. Das haben wir komplett auf Null gedreht. Ja? Indem wir hergehen und 100% bedarfsbasierend tippen. Das heißt also, wir geben alle Wünsche ein, die wir Menschen haben. Ja? Und dazu die Fähigkeiten. In der Regel haben wir viel mehr Wünsche als Fähigkeiten. Ja? Wir haben Wünsche, die liegen im materiellen, aber auch im immateriellen Bereich. Alles ist wichtig, also alles eingeben. Ja? Dazu kommen dann Fähigkeiten, die können sein Talente, die können sein Ideengut, was man hat, natürlich auch, wo man Zertifikate erworben hat. Das geht alles, ja. Und somit wachsen diese zwei Endloslisten genial, ja. So, und wie erfolgreich das ist, das brauche ich, denke ich mal, keinem zu erzählen. Da versetzen wir uns doch einfach mal in die Kindheit zurück. Ne? Wie haben wir das gemacht? Also ich bin jetzt 53, ne? Früher gab es noch diese Riesenkataloge, die immer nach Hause geschickt wurden. Ne? Ja. Und was haben wir gemacht als Kind? Ganz einfach. Schere, die kleinen Dinger ausgeschnitten, die wir wollten. Ja? Ja. Und da haben wir natürlich, was weiß ich, ein blaues Fahrrad ausgeschnitten, wenn wir eins haben wollen. Wir haben noch kein rotes ausgeschnitten, wir wollten noch ein blaues. Ja? Ja. Zack, blaues Fahrrädchen ausgeschnitten, alles ausgeschnitten, zusammengeklebt. Und dann konnten wir unseren Eltern ganz, ganz toll zeigen, was wir uns wünschen.
Ja? Also eine Visualisierung sozusagen. Absolut, ja. Und das ist eine ganz, ganz große Unterstützung für alle Beteiligten, ja. Weil wenn ich weiß, was du dir wünschst und welche Fähigkeiten du hast, dann kann ich dich erfolgreich unterstützen. Und das ist die ganze Philosophie bei uns, ja. Dass wir immer wirklich uns ganz konzentriert auf die Wünsche und Fähigkeiten, ja, einlassen und die auch wirklich toll abfragen, okay? Lass mich nochmal, ich bin einfach jetzt der ketzerische Frager, der natürlich jetzt rausziehen will, wo ist da der Haken sozusagen. Ich komme nochmal von diesem Mangeldenken, dem Hartz IV oder wie auch immer, der wirklich in der Bredouille sitzt und jetzt einfach sagt, ich hätte so viele Wünsche, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Kommt er dann vielleicht auch dadurch, dass er sich jetzt da reingibt in die Idee, dass er sagt, ach, ich habe aber auch ein paar Fähigkeiten, dass er, die könnte ich ja, wenn ich schon mal da bin, kann ich die ja auch mal mit eingehen. Ist das so ein Konzept, dass man merkt, ich habe ja nicht nur Wünsche, ich denke zwar dauernd, ich habe nur Mangel und deswegen fokussiere ich mich meistens auf die Fehler, auf das, was ich nicht habe. Dadurch entsteht ja eben gerade diese Notlage, die viele Menschen heute haben. Aber dass sie dadurch dann eben auch auf die Idee kommen, ach ja, ich habe ja eigentlich auch was anzubieten. Absolut. Also diese Wahrnehmung hat natürlich jeder Mensch, ja, wenn wir ihm diese beiden Listen zur Verfügung stellen, ja, und ihn überhaupt mal danach fragen. Ja, ne, weil wer fragt heutzutage schon nach den Wünschen? Du bekommst also klassisch bekommst du deinen Briefkasten vollgemüllt mit Angeboten. Ja. Ja. Da sterben leider Gottes immer noch Bäume für, ja. Was 99% gar nicht liest, ja. Ja, sondern in die Papiertonne wieder abgibt. Ja. Ja. Dann haben wir die Variante, dass die sogenannten Netzwerke dazu genutzt werden, ja. Adressen zu sammeln und die werden wieder genutzt, ja. Wie das macht meine Frau immer ganz toll, ne? Die sagt, schau mal, ich habe gerade wieder für unseren Sohn irgendwie ein paar Socken oder sowas gegoogelt, ja. Und wie von Geisterhand bekommen wir jetzt Sockenangebote? Ja, ohne Ende. Ja. Naja, ne, also das schreckt die Menschen ab, ja. Die haben dann genau den Briefkasten in der E-Mail genauso voll wie zu Hause, ja. Und das haben wir nicht mehr, sondern wir können da über die Wunsch- und Fähigkeitsliste können wir gezielt auch die, wir nennen das so, wir erinnern uns von Herz zu Herz. Ja? Mhm. Was bedeutet das? Ganz einfach. Erstmal, dass wir uns hier innen, ne, an das, was wir in uns tragen, ja, erinnern und eben halt auch von vergessen. Ja? Also was man abtrainiert bekommen hat, ja, andere Gewohnheiten, die aufgebaut wurden, ja, und diese Erinnerung bringt dann auch bei dem Menschen, der sich vielleicht jetzt im Moment in dieser Engpass-Situation befindet, ja, öffnet ihm sein Bewusstsein Möglichkeiten, dass er sagt, ja klar, da sehe ich den Wunsch, da kenne ich jemand, der kann das. Ja. Mhm. Oder er findet eine Fähigkeit, da sagt er, da kenne ich 10 Leute, die wünschen sich das. Mhm. Ja. Rauchen abzugewöhnen oder Gewicht zu reduzieren oder was auch immer. Ja. Es findet eine ganz, ganz tolle Erinnerung statt. Ja. Auch bei dem Menschen, der ja letztendlich innerhalb der Lebenssituation, wo er sich gerade drin befindet, ja, nicht unbedingt auf die Schulter geklopft bekommt und sagt, hör mal, du bist wertvoll. Mhm. Doch, er ist super wertvoll. Er hat ganz, ganz viele Wünsche und er hat auch ganz, ganz viele Fähigkeiten. Daran können wir ihn erinnern, ja, in einer ganz einfachen Methode, indem wir das einfach visualisiert haben. Das klingt toll. Wie gesagt, da muss man wirklich umdenken, weil wir sind es genauso gewohnt, wie du sagst, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, da gehe ich davon aus, der will mir jetzt irgendwas andrehen, der will mir irgendwas verkaufen. Das ist ja auch normal in dieser Gesellschaft. Ist es zu 90%, ist es auch so. Ne? Aber wenn ich mein Denken ändere, dann ziehe ich eben auch die Leute an, die mir nichts verkaufen wollen, sondern die mir vielleicht helfen wollen. Und jetzt stell dir vor, welches Erfolgserlebnis wir damit produzieren. Ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben in der ganzen Vertriebsebene wegen mir 100 Menschen, die man anspricht. Ja. Ja? So, von diesen 100 Menschen ist ein bestimmter Prozentsatz, hat Interesse an dem, was ich gerade anzubieten habe. Ja? Ja. Und aus dem Interesse gibt es wiederum einen reduzierten Prozentsatz an Menschen, die sich das dann auch wirklich wegen mir anschaffen. Ja. Okay? Wir alle, denke ich mal, sind sehr gut darüber informiert, dass der größte Prozentsatz wohl das Nein ist. Deswegen
ist diese Vorgehensweise auch klar. Massen müssen angesprochen werden. Ja, also Vertrieb, ne, das ist übrigens ein tolles Wort dafür, da kann man nur Menschen mit vertreiben. Ja. Ja, und der kostet ganz viel Geld. Weil man einfach über die Masse und sagt, wenn ich 100 Hausbesuche habe, dann ist einer, kauft dann den Staubsauger. Exakt. Und dann kalkuliere ich eben so. So müssen die kalkulieren. Ja, ja. Ja? Und jetzt stell dir vor, wir nehmen dieselben 100 Menschen. Von diesen selben 100 Menschen haben wir wegen mir die 10 Interessenten immer noch. Die haben wir nicht verloren deswegen. Ja. Und den ein oder zwei oder drei, der kauft, den haben wir immer noch. Aber was ist mit den 90 anderen? Und das ist das Schöne daran. Den nehmen wir ins Boot, da fragen wir ja nicht, wollen Sie einen Staubsauger kaufen, sondern was wollen Sie, was brauchen Sie, was fehlt Ihnen? Was er im Moment auf dem Herzen hat, das ist schön. Genau. Ja? Und damit gehe ich nämlich nicht mit 90 Neins nach Hause, das ist ja auch frustrierend, sondern mit 90 Tipps. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre Staubsaugervertreter und müsste klingeln, das wird mich so frustrieren, dass ich natürlich da auch eine Abfuhr kriege, dass ich da gar keine Lust zu hätte. Absolut. Ja. Und da sind wir wieder bei dem roten Boot, ja, und bei dem grünen Boot. Wir haben unzählige Systeme, die am Laufband rote Gesichter, ja, also traurige Menschen erzeugen. Wieso denn? Ganz einfach. Weil ich kann ja überhaupt gar nicht hergehen mit der Information, die ich heute habe, und das haben viele Menschen, ja, nehmen wir mal wegen mir den Staubsauger, den du ansprachst, ja. Ich weiß vielleicht schon, dass es den besseren Staubsauger gibt, ich bin aber jetzt bei der Firma X beschäftigt. Ja. Was kann ich nur tun? Ich kann doch nur dem anderen jetzt eine Information geben, wo ich schon weiß, dass die gar nicht gut ist. Ja. Also, dass sie nicht das Beste ist. Ja, ja. Das ist echt richtig harter Tobak für die Menschen. Ja. Und führt zu dieser Traurigkeit. Ja. Führt dazu, dass sie gar nicht unbedingt diese Freude haben. Ja. Und das ist dann wiederum die Kettenreaktion. Dann habe ich nicht die Ausstrahlung an der Tür. Dann habe ich nicht die Ausstrahlung dem Kunden gegenüber. Dann habe ich noch mehr Neins. Ja, weil irgendwo ist mir irgendwo auf die Stirn programmiert. Ja. Versager. Ja. Und geht nicht. Und ich weiß eigentlich einen besseren Staubsauger, aber ich muss dir den hier verklickern, weil ich da beschäftigt bin. Das haben wir nicht mehr. Wir haben keinen Wettbewerb mehr. Du kannst hergehen und kannst alle allerbesten Staubsauger wegen mir oder was auch immer tippen, ja, weil darüber findet jetzt die Belohnung statt. Und nicht mehr über die Produkt- und Dienstleistungsabhängigkeit. Ja? Das klingt wunderbar. Kannst du vielleicht ein paar schöne Beispiele erzählen? So, ich meine, Staubsauger und Fahrräder haben wir jetzt gehabt. Das sind natürlich so Gegenstände, die sind jetzt nicht so aufregend. Ja. Was ist denn so ganz kuriose Fälle, vielleicht, die du gehabt hast, wo du sagst, Mensch, da war einer, der hatte solche Probleme mit? Ja, also ganz sicher kann man sich ja vorstellen, kommen natürlich Anrufe an, wo es ganz eng ist. Ja? Nehmen wir ein Beispiel, ein guter auch Freund von uns, ja, der in unserer Organisation, übrigens Botschafter, ne, wir haben alle einen Titel, Botschafter mit Doppel-O geschrieben, ja, weil wir alle in einem Boot sitzen und das Boot heißt Erde. Ja, ja, und schön, ja. Das ist so ein bisschen so. Und dieser rief uns an und sagte, Pony, also so ein Fohlen, ja, ist gar nicht gut dran. Da sieht es ganz mies aus. Mhm. Ja. Und da haben wir dann mal die Hebel umgelegt, weil das kann man bei uns. Man kann eilt reinsetzen, ja, in den Wunsch. Und dann ist er mit Menschen zusammengekommen, die fallen dann alle unter die Schublade Wunder, schulmedizinisch. Und das Fohlen ist super. Läuft genial rum, hat sich megamäßig weiterentwickelt und ist komplett wieder gesund und ist nicht gestorben. Das klingt gut. Also das triggert bei mir so ein Beispiel, weil ich weiß, es gibt auch Leute, die, was weiß ich, zu viele Tiere haben, um die sie sich gar nicht kümmern können. Und die Verwahrlosen sozusagen haben dann in der Wohnung 1000 Katzen oder Pferde, die sie eigentlich nicht mehr betreuen können und die natürlich auch alle drunter leiden. Mhm. Könnten die jetzt sagen, also ich habe viele Pferde, wenn jemand eins braucht, ich habe nichts dagegen, wenn jemand mir was abnimmt oder... Ja. Das wäre für uns nach unserer Definition eine Fähigkeit, das ist ja eine Möglichkeit. Ja? Mhm. Und diese Möglichkeit können wir wieder mit demjenigen zusammenbringen, der sich ein Tier wünscht. Ja,
Ja? Genau, das macht Sinn. Also klingt super und wie gesagt, es ist einleuchtend, je größer, je mehr da drin sind, desto mehr Wünsche kann man auch abdecken. Das ist auch etwas, was anders geht, weil man sieht immer wieder diese Masse, ne, diesen Massengedanken. Der ist im Vertrieb wirklich notwendig. Ist wirklich ganz, ganz notwendig. Bei uns ist das so nicht, sondern wenn du dir vorstellst, dass nur ein einziger Mensch mehrere hundert Wünsche hat und auch vielleicht sogar 100 Fähigkeiten und mehr, dann ist alleine daraus entsteht eine Dynamik, die ist unglaublich, weil wir können komplett lokal wachsen, jetzt beispielsweise ein Heilpraktiker oder ein Autohaus oder sowas, die können ja nicht ihre Praxis oder ihren Laden mal eben in eine Tasche packen und irgendwo anders hinbringen, die brauchen also den lokalen Aufbau, oder ein Arbeitgeber sucht Arbeitnehmer, da ist es auch ganz einfach über uns diesen Wunsch zu platzieren, und dann kriegt er Leute, die wirklich Lust haben, auch bei ihm zu arbeiten, das geht, Alles das ist möglich. Man kann regional aufbauen, man kann überregional aufbauen. Ich sage immer vom Dorf bis hin zur weltweiten Vermittlung, also zum weltweiten Tipp, ist alles möglich. Ja, das geht. Und daraus ist wiederum wichtig, findet auch ein Wert statt, den der einzelne Mensch hat, weil stell dir mal vor, wie fühlst du dich, wenn du jetzt demjenigen den Tipp gegeben hättest, dass der dem sein Fohlen wieder gesund ist. Mhm. Ja? Und es geht ja nicht nur um Fohlen, sondern es geht ja dabei auch um Menschen. Ja? Mhm. Ich kann dir sagen, wir haben über unsere Tipps und über die Informationen, die wir haben, haben wir Kindern geholfen, die sind einfach müssen operiert werden. Vielleicht fragt man einfach mal, ob das wirklich sein muss. Siehe da, ohne OP voll gesund wieder. Ja? Also ich finde das schon bezeichnend. Ja? Ja, wir wissen ja, dass es sehr viel mehr Alternativen gibt. Und in diesem Fall, ich hätte jetzt ein Kind, was krebskrank ist oder was weiß ich, Leukämie, weiß nichts. Kann ich jetzt bei euch jetzt sagen, ich habe ein Kind, das hat Krebs und muss operiert werden? Ja. Oder wie? Du gibst einfach den Wunsch ein. Ja, du gibst diesen Wunsch wegen mir sogar stellvertretend ein, und dann haben wir die Möglichkeit, mit dir als Botschafter Kontakt aufzunehmen und dann zu hinterfragen. Und dann hast du die Möglichkeit zu sagen, das möchte ich gerne auf kleiner Flamme, das wäre dann mehr intern, das nennen wir veröffentlichen, ob wir es veröffentlichen dürfen oder nicht. Mhm. Wenn du sagst, ich möchte alle Unterstützung in Anspruch nehmen in der ganzen Organisation, dann können wir es auch freischalten. Dann können eben halt alle, die in dem Bereich Kenntnisse haben, können dann mit unterstützen und Tipps geben. Das klingt super. Und wenn wir jetzt die Sendung machen, habt ihr nicht ein bisschen Angst, dass vielleicht jetzt so ein Ansturm kommt, dem ihr nicht gewachsen seid? Oder sagt ihr, doch, das schaffen wir. Ja. Wir sind so groß, wir können das. Das ist wiederum sehr, sehr angenehm. Ja, wie gesagt, vor 3,5 Jahren mal die Angst gehabt, was ist jetzt? Und das haben wir deswegen nicht mehr, weil es eben halt Menschen wie dich und wie andere Menschen auf diesem Planeten hier gibt, die unterstützen können. Ne? Und die nennen wir eben halt alle Botschafter. Ja, und deswegen auf viele Schultern verteilt. Ja. Brauchen wir nur eine einzige produktive Stunde am Tag, und haben mit 100 Menschen schon 100 produktive Stunden geleistet, und somit ist alles machbar, wir können es weitergeben, solange man das nicht erwartet, dass die Familie Bauer das jetzt hier löst, das wäre ein bisschen viel verlangt, aber dadurch können wir es weitergeben und das ist bei uns auch überhaupt gar keine Frage, weil die Botschafter dahingehend informiert sind. Dann vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, das liegt mir einfach am Herzen. Bei uns gibt es also keinen Kapitän und keinen Steuermann, brauchen wir alles nicht, sondern wir sind gleichermaßen, Ines und ich und unser Sohn und die Tags, unsere Hunde, wir sind alles Botschafter. Ja? Wir haben neulich die Geschichte in der Tagesenergie erzählt von Ubuntu, wo die Kinder sozusagen, wer zuerst da an dem Topf ist, der darf sich das aussuchen und die haben sich dann alle quasi vereinbart, da nicht, dass einer der Erste ist, sondern dass sie gemeinsam sich das aufteilen. Genau. Das heißt, das
ursprüngliche Denken haben wir verlernt. Wir haben immer gelernt, wir müssen der Erste sein und der Schnellste und der Schönste und der das meiste Geld nach Hause bringt. Sonst, das ist einfach eine Denk-, ja, die Siegerdenken, Sieger Konkurrenzdenken, Ellenbogendenken, Mangeldenken, was ja alles damit zusammenhängt. Und Wettbewerb. Dieses Denken, genau, sollten wir hinterfragen auf alle Fälle. Und das ist ein schönes Beispiel, dass man das wirklich so umsetzt. Ja. Ich finde die Idee wirklich klasse. Willst du noch irgendwas erzählen an Erfahrungen, die du so gemacht hast oder was jetzt noch wichtig wäre, was der Zuschauer noch wissen sollte? Wie zum Beispiel dieses Ubuntu-Beispiel, ja, da können wir unterstützen, ja, weil einfach auch da ja schon irgendwie ein anderes Bewusstsein angesetzt hat, ja, und dieses Kinderbeispiel, das gibt es ganz oft. Bei uns heißt es Gewinner, Gewinnen, Gewinner, ja. Es gibt keinen Verlierer mehr bei uns in dieser ganzen Konstellation. Wir haben aus einer zweidimensionalen Welt eine drei-, vier- bis fünfdimensionale Welt gemacht. Das ist machbar, ja, das haben wir erreicht, weil jeder Mensch kann im Prinzip unterstützen. Das ist einfach, also ihr könnt das gerne alle überprüfen, ja. Mhm. Nehmt euch eine Wunschliste, ja, und zum nächsten Gespräch, zur nächsten Familienfeier oder so, geht ihr mal dahin und sagt, das wünsche ich mir, ja. So, und ich mache das mal an mir selber, mache ich es mal deutlich. Ich lebe mit meiner Frau zusammen, ich arbeite mit ihr zusammen, ich bin rund um die Uhr zusammen. Aber wenn ich ihre Wunschliste sehe, sehe ich immer noch wieder Sachen, ja, wo ich, das wusste ich noch nicht, ja. Mhm. Und das ist ganz, ganz toll. Da baust du schon eine Beziehung zu einem Menschen auf, ja, die ganz klar über die Herzebene läuft, ja. Mhm. Über den Verstand kann ich Unwahrheiten erzeugen. Mhm. Da kann ich dir auch den falschen Staubsauger verkaufen, ja, oder den nicht so guten, ja. Mhm. Das kann ich über den Verstand. Über das Herz ist das gar nicht mehr möglich. Und das ist nicht nur bei den Kindern der Fall, sondern auch wiederum bei uns Erwachsenen, die dann praktisch sehen, ich kann unterstützen. Ich kann jetzt unterstützen. Ich mache ein simples Beispiel. Wenn ich nicht weiß, dass du dir ein Fahrrad wünschst, wieso soll ich dir eins von meinen zweien geben? Ja, einleuchtend. Und was du eben erzählt hast mit deiner Frau, leuchtet mir auch ein. Wir haben eigentlich verlernt, noch überhaupt zu sagen, was wir uns erträumen, darüber zu reden, weil wir haben im Laufe der Kindheit und Jugend irgendwann gelernt, gut, wir können uns zu Weihnachten vielleicht noch ein Fahrrad wünschen, das klappt vielleicht noch, aber ganz viele Wünsche, die wirklich, die man gar nicht so ausdrücken kann, vielleicht auch einfach den Wunsch, geliebt zu werden oder anerkannt zu werden oder so, das kriege ich eh nicht. Ich kann zwar in ein Geschäft gehen und mir heute alles kaufen, wenn ich die Kohle habe, aber die richtigen Wünsche, die da redet man nicht mehr drüber, weil die kriege ich ja eh nicht. Also das ist so, denke ich mal, ein sehr verbreiteter Gedanke. Und hier sieht man, ich kann noch mal wieder zurückgehen und sagen, ja, ich habe ja eigentlich Wünsche, habe ich lange eigentlich vergessen, dass ich die habe, tief in mir. Mhm. Und die kann ich jetzt ausdrücken und irgendjemand sagt dann, ja Mensch, super, ich suche auch einen Schachpartner oder was weiß ich. Ne? Ja. Also, das ist ein super Punkt, den du da angesprochen hast, weil da geht es nämlich wirklich um diese Herz-zu-Herz-Ebene. Weil diese Konditionierung, ja, also diese ganzen roten Boote, ja, die erzeugen, wie wir eben gesagt haben, zeitgleich die grüne Energie, ja, also die grünen Boote, die miteinander. So. Jetzt für dich, wenn du so etwas sagst, ja, dieses kann ich mir das überhaupt noch wünschen. Ja? Mhm. Wir unterstützen die Menschen dabei, diese Wünsche auch zu formulieren. Ja? Ja. Wenn ich zum Beispiel hergehe und wünsche mir, bleib wieder bei dem Fahrrad, ich wünsche mir das göttlich weltbeste Fahrrad. Ja? Was steckt da drin? Also es gibt Menschen, die sind gläubig, die sind halt religiös, die können mit Gott anfangen. Wiederum andere könnten das vielleicht dann austauschen, dieses Wort. Aber was wichtig ist, ist, wir legen ausnahmslos die Messlatte ganz nach oben, in das göttlich oder universell Allerbeste oder Weltbeste. So. Was kann jetzt entstehen? Das ist ein Pflänzchen, was wir pflanzen. Ja? Und daraus entsteht doch nicht mehr ein kostenminimiertes, gewinnmaximiertes Produkt für wenige Menschen, die davon profitieren, sondern es entsteht plötzlich das göttlich weltbeste Fahrrad oder allerbeste Fahrrad. Ja. Welches Material das hat, wie das aussieht, keine Ahnung, das weiß ich noch nicht. Aber wir haben die Möglichkeit, das zu tun. Und das können wir in alle Bereiche
übertragen. Das bedeutet, wir können hier uns die göttlich weltbesten Bananen wünschen. Ja? Hm. Das heißt, im Klartext, das ist unsere Saat, die wir säen, und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, das zu ernten. Und jetzt musst du dir vorstellen, das bringt er auch häufig, ja, der 100. Affe, ja, oder die 100. Meise, die da die Milchflaschen aufgepickt haben und so weiter, ja. Genau darum geht es. Wenn jeder Einzelne bei uns bereit ist, zum Beispiel Weltfrieden einzugeben, ja, oder bereit ist, die weltbesten Kohlrabi zu essen, die weltbesten Möhren, die weltbesten Tomaten, ja, das, was wir heute kaufen können, das sieht zwar so aus, aber sind doch nicht mehr die göttlich Weltbesten. Das ist ja? Richtig, ja. Und das können wir jetzt beeinflussen. Wir können eine Energie aufbauen, ja, die wirklich richtig gute Pflänzchen pflanzt, ja, und diese Ernte natürlich dann auch sich ergibt. Ja, weil dieses Bewusstsein, was wir damit erweitern, ist über eine ganz einfache, wirklich mal tiefsinnige oder erinnerte Wunscheingabe möglich. Das ist klasse und es kommen so viele Ideen, also es hat eine hohe Energie. Was weiß ich, wenn ich jetzt jemand bin, der möchte sich zwar gerne gesund ernähren, aber ich habe einfach nicht so die Zeit oder es ist nicht so mein Thema. Aber es gibt natürlich Leute, die sagen, ich weiß genau, welche Kräuter und welche und wo du kaufen musst. Und es würde mir Spaß machen, dich ein bisschen zu beraten, Joe, was du, wo du, ne? Genau. Könnte ich einfach eingeben. Also man merkt, wie viel Potenzial das hat. Und was da an Energie frei wird, also ich finde die Idee klasse und es nicht macht ganz Idee. Viel. Ja, wir sind da. Es ist nicht nur eine Idee, es ist uns auch schon praktiziert, sondern also ihr habt die Erfahrung, ihr sagt jetzt nicht, wir fangen damit an, sondern man kann da aus dem Vollen schöpfen sozusagen. Und aber auch seine Sachen reingeben. Wirklich. Ja, genau. Wirklich, also aus dem Ich sind von Wir geworden. Ne? Ja. Wirklich, ich, na, ja. Da stecken beide drin und da steckt das Wirken drin. Ja? Ja. Hm. Und unser Wirken ist letztendlich dieses Erinnern von Herz zu Herz. Ja? Im Herz gibt es nur die Wahrheit. Ja? Da gibt es nur wirklich Ehrlichkeit, liebevolles, dankbares Miteinander. Ja? Und dann kann ich einfach auf dieser Herz-zu-Herz-Ebene, kann ich mich daran erinnern, welche Wünsche ich habe. Und ich kann auch jeden daran erinnern, welche Fähigkeiten ich habe. Ja? Mhm. Und damit entsteht etwas Wunderbares. Wir kennen immer die Pyramide, ja? Mhm. Die kennen wir. Mhm. Das ist diese Pyramide, die wir alle kennen. Oben ein paar wenige, ja? Ja. Die etwas ja, davon haben. Massenweise bleiben wegen mir auf der Strecke. Ne? Mhm. Wir haben was ganz Einfaches gemacht. Wir haben diese Pyramide umgedreht. Ja, wir haben diese Pyramide umgedreht. Das heißt, der einzelne Mensch, das Tier, die Pflanze, die steht hier unten. Und darüber sind unendliche Möglichkeiten, die man aufbauen kann, weil es ein Beziehungsnetzwerk gibt, ja, was komplett zu dir passt. Ich mache ein praktisches Beispiel. Wenn du 200-300 Wünsche eingibst und wegen mir 10, 20, 30 Fähigkeiten dazu, ja, dann sorgt die Tippkultur doch dafür, dass dich dann Menschen umgeben, die zu deinen Wünschen passen und dass dich Menschen umgeben, die zu deinen Fähigkeiten passen. Das ist das, was wir für eine Pyramide erzeugen. Ganz klasse, ja? Wirklich. Ja? Ja? Und die Menschen, die Menschen wiederum, die in deinem Beziehungsnetzwerk sind, für die bist du auch ganz genauso toll, weil du bist nämlich bei denen im Beziehungsnetzwerk. Pyramide. Weil du, ne, bei, da steht der unten und du tauchst da irgendwo da oben auf. Da ist da auch wieder eine Wertschätzung drin. Genau. Und eben, ich habe ja, wie gesagt, das Beispiel von dem, der in so einer Notlage ist, wo er denkt, ich bin nichts wert und kriege keine Arbeit und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Der merkt auf einmal, ja, ich bin ja doch was wert und kann wieder rauskommen aus dem Loch sozusagen. Ne, und merken und setzt dann auch die Energien frei zu sagen, Mensch, ich habe zwar ganz viele Wünsche, aber ich habe eigentlich auch ganz viele, ich kann Fahrräder reparieren, ich kann Radios reparieren, ich kann tausend Sachen eigentlich. Die werden zwar heute auf dem Arbeitsmarkt so nicht mehr gebraucht, aber in dem Netzwerk gibt es bestimmt ganz viele. Ich habe ein altes Radio, das möchte ich gerne, ein Dampfradio. Läuft nicht mehr, wer kann mir da helfen? Ne? So ist es. Ja. Und ich sagte ja eben, vom Bleistift bis zum Weltfrieden nehmen wir alles ernst. Ja? Und der Bleistift, der wird dann oft belächelt oder auch meine Kohlrabi oder dass ich da meine Socken eingebe oder meine T-Shirts oder meine CDs. Ja,
ich gebe die CDs einzeln ein, weil ich gerne Musik höre. Ja. So, da werde ich drauf angesprochen, ja. Und dann sage ich, guck mal, das ist doch schon mal klasse, du sprichst mich drauf an. Also Resonanz habe ich schon mal, ne? Ja, wieso kaufst du die denn nicht? Ja, ganz einfach, sage ich, ich möchte die Tipps haben, ja, wo mir jemand sagt, wo vielleicht ein ganz besonderer Reinhard May Edition oder so existiert. Und da gibt es einen, der kennt sich aus. Und da gibt es einen Laden, der hat Reinhard May von alles. Genau. Hm? Und jetzt bitte nicht abwertend. Jetzt nehmen wir mal Lieschen Müller oder Peter Mayer. Ja? Wenn der hergeht und sieht Wünsche, drei ganz bestimmte Wünsche, da sagst du, ich wünsche mir eine digital super mega Kamera mit Zoom, Gedönse und so weiter, ja, und dann noch so ein Stativ dazu und so, weil du das für dein Studio hier brauchst, ja, dann sagst du der Masse bei uns, ja, mit dir will ich nichts zu tun haben, ja, und den paar Spezialisten, die brauche ich jetzt, ja, und da ist einer bei, der arbeitet, der hat alte Kameras noch von, der hat mal gearbeitet aber wichtig ist jetzt, damit hast du Lieschen Müller und Peter Mayer traurig gemacht, ja, und das machen wir nicht, weil du nämlich natürlich deine Kamera Wünsche und so weiter bei uns eingibst, aber auch wegen mir deine Hose, deine Schuhe, deine Uhr, dein was auch immer, ja, und da kommt plötzlich Lieschen Müller oder Peter Mayer ins Spiel, die dann sagen, ja, Unterwäsche, da kenne ich mich aus, ja, weil da weiß ich nämlich noch, das ist Baumwolle natürlich, ja, dieser ganze Kunststoffkram, das machen wir mal nicht, ja, und dann können die einen Tipp geben, ja, oder einen Bleistift, der immer funktioniert, ja, das ist genial, oder ein Beispiel, da muss ich einfach meine Tante da, die ist jetzt nicht mehr da, die hat 97. geboren, Tante Martha, ja. Da habe ich einmal gelernt, Dankbarkeit, ja, in meinem Leben. Und Tante Martha hat mir gezeigt, wie man sich über Geschenke freuen kann, ja. Und zwar hat die bis zum Ende ihrer Tage Kreuzworträtsel gelöst, ja. Und dann mit Bleistift natürlich, ja, und Radiergummi. Ne? Und dann habe ich ihr einmal einen Bleistift geschenkt, ja, wo ein Radiergummi oben dran war. Ja. Ja? Das kannte die natürlich nicht, ja. Hatte immer zwei Klamotten, und musste die sortieren. Ne? Ja. Und jetzt hatte sie einen, der hat die so gestrahlt, ja, wie ein kleines Kind, ja, und hat sich über diesen Bleistift gefreut. Im Gegenzug hat sie mir ein Geschenk gemacht, hat sie mir gesagt, guck mal, und das habe ich, dann hatte sie so eine verchromte kleine Hülse, ja, die konnte man dann auf den Bleistift draufstecken, damit, wenn man den runtergespitzt hat, bis in ganz klein, ja, konnte man die Hülse da draufstecken und konnte noch weiterschreiben, drei Monate lang. Oder so. Total genial. Schönes Beispiel, ja. Und darum geht es hier, ja. Es geht darum, von Herz zu Herz uns an Dinge zu erinnern, die wir vermeintlich vergessen haben. Ist aber nicht so. Die sind in uns drin. Genau. Alles Wissen ist in uns drin. Ja, und deswegen können wir ganz, ganz viele Antworten auf Wünsche geben, ja, auf Fähigkeiten geben. Und wenn man diese Wünsche, ja, da könnte man jetzt uns in die Schublade stecken, wünscht ihr bei dem Universum und Gedönse, ja. Nein, ihr könnt diese Begriffe austauschen. Wir können dazu sagen, wichtigste Priorität oder ganz, ganz großes Ziel, was wir vor Augen haben oder eine Aufgabenstellung, ja, oder eine Problemstellung oder einen Engpass. Diese Begriffe, die sind alle absolut natürlich für uns relevant, wenn ich sie entsprechend in die Datenbank eingebe, ja, weil sie erinnern uns entweder an einen Wunsch, das, was wir selber haben, oder sie erinnern uns daran, dass wir jemanden kennen, der das kann. So, jetzt kann natürlich sein, dass wenn du einen Wunsch hörst, da gibt es in der Regel zwei Antworten innerlich. Kenne ich jemanden, der das kann? Ja, oder kenne ich keinen? Ja? Und diese zweite Antwort, die haben wir, denke ich mal, heute aufgelöst. Ja? Da kannst du immer, zack, an uns und fertig. Ja? Einfach übergeben, irgendeiner von uns kann das. Ja? Weil wir haben unglaubliches Potenzial. Das jeder von uns. Klingt super und ganz toll. Jetzt nur noch mal, wo findet man euch? Wie heißt die Homepage oder wie wendet man sich an euch? Okay, also eins haben wir, das unter der mhofoundation.org. Ja, das ist die Homepage. MHO steht für Mondial Health Organisation. Das drückt auch schon sprachlich so ein bisschen was Multimäßiges aus. Also Mondial ist Französisch, heißt weltumspannend. Health ist okay, Englisch, sagen wir für Heilung und Gesundheit. Ja. Und Organisation gibt es nahezu in jeder Sprache.
Wir organisieren einfach weltumspannend Heilung und Gesundheit. Und zwar ausnahmslos in allen Bereichen. Egal, wo du hingehst, du kannst in der Regel immer, ich sage einfach mal, wir sagen einfach jetzt mal in Anführungszeichen, etwas Krankhaftes finden. Ja. Ja? Und da geht es nicht darum, dass man das jetzt bekämpft, ja, sondern der ganze Erdball ist magnetisch aufgebaut. Und wer ein bisschen so Magnetismus schon mal vor Augen hat, ist Minus und Plus. Mhm. Und diese gleichen Teile ziehen sich an, bilden dann eine Einheit und dann findet dort ein Energiefluss statt. Mhm. Ja? Deshalb ist es für uns so, dass ausnahmslos alle Bereiche, ja, für uns wichtig sind. Und die Fehler sind für uns keine Fehler mehr, sondern wir nutzen sie, ja, in Liebe und Dankbarkeit für den passenden positiven Bereich. Ja, dazu dient er doch. Ja, das ist sehr einfach zu erläutern. Wir haben zum Beispiel ein natürliches Bildungssystem. Ja, das findet in den ersten neun Monaten und drei Jahren statt. Ja, mhm. Da entsteht zum Beispiel neues Leben. Ne? Mhm. Wie läuft denn das ab? Ganz einfach. Da gehe ich zu meiner Frau und sage, ist schon was und hört man schon was und so weiter. Ja? Mhm. Man behandelt diesen Menschen genial. Ja? Und die Frau selber behandelt sich auch ordentlich, ja? Und achtet auf sich. Und alles fließt schon ein. Dann entsteht in 9 Monaten in der Regel ein ganzes Leben, ein ganzer Mensch, der ist komplett fertig. Da muss man sich mal vorstellen. Ja? Und dann irgendwann kommt er raus. Ja? Und dann ist er am Tageslicht. Und dann fängt er an. Und dann erzählen wir ihm doch nicht, Fehler da, Fehler da, Fehler da, Fehler da. Nein, wir bauen ihn auf. Ja? Wenn der 17, wenn der liebe Mama schreibt mit 17 I und 18 A, dann ist doch völlig egal, wenn wir erkennen können, dass das liebe Mama heißt. Ja? Dann sagen wir, guck mal, der fängt schon an zu schreiben. Ja? Und das ist genial. Und so fördern wir ihn. Und dann fängt er an zu krabbeln. Ja? Und dann fördern wir ihn, indem wir ihm sagen, Mensch, jetzt kannst du bald aufstehen. Und so geht es. Und jetzt pass auf, jetzt kommt was ganz Tolles. Ja? Jetzt sind dieselben Eltern, die haben wegen mir 2 Kinder. Eins in dem Segment 9 Monate und 3 Jahre in diesem Bereich und eins danach. Ja? Dieselben Eltern behandeln diese beiden Kinder komplett unterschiedlich. Sie setzen im ersten Bereich das natürliche Bildungssystem ein und im zweiten Bereich das normale Bildungssystem. Da fangen sie an, Fehler da, setz dich gerade hin, setz dich so hin. Alles unnatürlicher Wahnsinn, ja, ist gar nicht nötig, sondern wir können das nutzen und können wirklich unterstützen. Ja, wirklich unterstützen. Ne? Alleine indem wir dieses Wissen einfach erinnern, achtet doch mal darauf, wie behandelt ihr da ganz natürlich, ja, und wie behandelt ihr hier plötzlich völlig unnatürlich? Ihr seid ja dieselben Eltern. Wieso? Ja, ist nicht mehr nötig. Und die sehen sofort. Ich sag dir eins, dieses kleine Beispiel, deswegen haben wir das auch eben visualisiert, mit diesem zweiten Stift, das kann jedes Elternpaar nutzen, das kannst du als einzelner Mensch nutzen, jeder einzelne Mensch, jeder Unternehmer. Alle Menschen können das für sich nutzen, indem sie das Ergebnis, was wir übrigens seitdem wir auf dieser Erde sind, erreichen. Wir haben 5 Dinge vielleicht, die wir verbessern dürfen. Ja? Aber wir haben 45 fehlerfreie, super, ganz, ganz tolle Dinge, die wir einfach haben als Menschen. Und das ist wunderbar, wenn wir uns so wieder betrachten, dass wir viel mehr gute Bananen haben, ja, als wie schlechte. Ja. Ja? Darum geht es nämlich hier in auf diesem Planeten. So, Jo, ich muss dich ein bisschen bremsen, sonst, ich merke, du bist es eigentlich, bist nicht zu bremsen, wenn du da drin bist. Und ich finde auch die Idee wirklich so toll. Es setzt sehr viel Energie frei. Und ich hoffe, wir konnten die Zuschauer anregen, sich das anzugucken und sich da nicht nur zu überlegen, was für Wünsche könnte ich reingeben, aber es ist natürlich auch legitim, sondern auch, was für Fähigkeiten hätte ich und dass da ganz viele Möglichkeiten und Potenzial ist und Wertschätzung auch für den Einzelnen wieder kommt, aus dem Mangel raus in die Fülle. Das finde ich toll und deswegen freue ich mich, dass du hier warst. Joe Bauer, vielen Dank. Ist noch eine Ergänzung möglich? Ja. Ja, weil es ist sehr wichtig, dass das auch rüberkommt,
dass wir ganz, ganz viele Dinge auf diesem Planeten ja schon erreicht haben. Ja? Mhm. Wenn wir im Energiebereich sehen, da gibt es Möglichkeiten, da gibt es eine Glühbirne, die schon immer leuchtet, ja? Die könnten wir alle haben. Es gibt unterschiedliche Motoren, die mit Luftdruck, mit Wasserstoff, mit Elektro und so weiter arbeiten. Mhm. Es gibt fantastische Ernährungssysteme, Stichwort Permakultur. Ja? Es gibt ganz, ganz tolle Bildungssysteme, wo wir neue Komponenten haben, die wir nutzen können. Ja? Es gibt so viele Dinge, auch im medizinischen Bereich, die neue Medizin, ja? Ja. Dinge, wo ihr darüber berichtet habt, darauf nochmal hinzuweisen. Es gibt Menschen, die auch vielleicht rechtlich oder mit den Banken in Engpässe kommen. Mhm. Ja? Die dürfen sich gerne an uns wenden. Ja? OPPT als Stichwort, ja? Hat ganz vielen Menschen schon geholfen und unterstützt sie natürlich weiter. Im Bankbereich können wir so viel tun, ja, dass wir die Menschen da erreichen, in den sogenannten Ämtern. Ja. Mhm. Wir können so viel Unterstützung geben, ja, weil auch diese Menschen, die dort beschäftigt sind, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns darüber bewusst sind, das sind alles gleichwertig wertvolle Lebewesen. Ja. Ja. Und wenn wir denen genauso begegnen, dass wir die mal fragen, was wünschst du dir und was kannst du? Ist hochinteressant. Mhm. Und das bitte noch erweitert auf die Tierwelt, auf die Pflanzenwelt und auf alle Lebewesen. Dann kann ich nur von ganzem Herzen sagen, ich kann zwar so die Tiersprache und Pflanzensprache vielleicht nicht, ja, aber vom Herzen her kann ich sie doch verstehen. Ja. Und es gibt kein einziges Tier, was sich Massentierhaltung wünscht. Ja, und es gibt keine einzige Pflanze, die sich Monokultur wünscht, sondern diese wunderbaren Lebewesen, ja, die leben uns das ganz toll vor. Ja. Davon können wir ganz, ganz toll uns erinnern von Herz zu Herz. So ist es. Vielen Dank, Joe Bauer. Ich danke dir. Ja, ich danke dir für deine ganz, ganz wertvolle Arbeit und den Menschen wie Alexander Vagant und deinem ganz tollen Kameramann, der die Technik hier macht und dass es so liebe Menschen wie euch überhaupt gibt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Ja.